Schnurri mit Buri. Loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo zur ersten Folge von dem Podcast im Jahr 2022. Schön bist du mit dabei. Vorsätze machen wir uns jetzt all fürs neue Jahr. Jawohl! Und da schadet sicher nicht, wenn man die Beziehung in der Partnerschaft oder auch die Beziehung zu sich selber stärkt. Und auch unsere Stimme hat eine Kraft und lässt uns sehr schnell entscheiden, ob wir jemanden sympathisch finden oder eben nicht. Ihre Stimme kennen wir alle, vor allem wir in der Deutschschweiz. Und die Frau dahinter möchte ich heute gerne vorstellen. Sie ist Sprecherin, Sprech-, Lebens- und Beziehungscoach und auch Schauspielerin. Ein Hallo geht an Gabriela Leutwiler. Hallo Gabriela! Hallo Anita! Schön, darf ich bei dir sein. Herzlich willkommen und ganz ein gutes neues Jahr wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Ganz, ganz ein gutes neues Jahr, Anita. Danke vielmals. Wie fühlt sich das 2022 für dich so an? Bis jetzt? Gut, ich bin voller Energie und Tatendrang. Also ich freue mich sehr aufs neue Jahr. Wir sind alle voll Hoffnung, gell? Das sowieso. Das kann sowieso. Aber auch sonst, ich habe so das Gefühl, das alte Jahr ist alt. Es darf jetzt etwas Neues kommen und von daher freue mich. Jetzt bist ja du Sprechcoach, Gabriela, also ein richtiger Profi. Und da frage ich dich jetzt natürlich gerade am Anfang. In deinen Ohren, wie war meine Anmoderation? Total frisch und sympathisch, Anita. Das musst du ja jetzt fast sagen, weil sonst wäre ja schon die Stimmung im Eimer. Nein, also ich bin da glaube wirklich ehrlich. Also, wie du angekündigt hast, so schön. Die Stimme macht so viel aus. Mhm. Ist einem jemand sympathisch? Mag man jemand weniger? Also gerade, du kennst das vielleicht auch, wenn du eine gewisse Sendung schaust und dann sagst, oh, oder Radio, oh, nein, die, oder oh, nein, die, oder ah, da, dem, oder der, lasse ich so gerne zu. Stimme ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Im Mensch. Darum heisst der Podcast auch «Schnurri mit Buri», gell? Genau. Es gibt ein schönes Sprichwort vom Gerard Bauer. Die Stimme ist das zweite Gesicht. Aha, das stimmt schon. Man kann sich ja auch in Stimmen verlieben. Also ich habe als Kind ganz fest geschwärmt vom Hitparaden-Moderator und habe immer gefunden, oh, die Stimme, wie sieht der aus? Und manchmal ist man dann nachher enttäuscht, wenn man dann den richtigen Menschen sieht und manchmal nicht, gell? Was ist denn? Das kann auch vorkommen. Genau. Ich habe noch mal jemanden, wo ich vor 100 Jahren auf dem Büro geschafft habe. Und da habe ich immer mit dem gleichen müssen telefonieren. Und ich habe auch gedacht, wow, die Stimme. Und dann ist der reingekommen und ich habe nicht einmal so reagiert. Und dann plötzlich ist mir bewusst worden, ah, das ist ja der. Und ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, ja. Du, seit 20 Jahren hören wir deine Stimme, und zwar direkt aus dem Fernsehen raus. Also du bist die Off-Stimme von der Tagesschau, von CLVC, Puls, Glanz und Gloria, wie es früher noch geheissen hat, und von vielem mehr war bei SRF. Und wir hören dich heute auch noch am Flughafen und ab und zu in einem Werbespot. Also gibst du uns vielleicht jetzt gerade am Anfang eine kurze Kostprobe von deiner Stimme, wie wir sie eben kennen? Das kann ich gerne machen. Ich habe da gerade passend zum neuen Jahr. In verschiedenen Ländern wurde das neue Jahr schon begrüßt. So feiert man zum Beispiel in Auckland den Jahreswechsel mit einer großen Lichtshow. Nun wandert der Wechsel ins 2022 immer weiter westwärts. Und jetzt ist es bei uns auch, das 2022. Danke vielmals. Jetzt hat es sicher beim einen oder bei den anderen da draußen gerade Klick gemacht und sie haben deine Stimme erkannt. Also jetzt ist es ja so, dass du Sprechcoach bist für Privat- und für Geschäftsleute, aber auch für diverse Schauspieler, Moderatoren und Videojournalisten. Da rede ich selbstverständlich von Männern und von Frauen. Mein Sprechcoach bist auch schon gewesen, als ich beim Regionalfernsehen moderiere. Und da weiss ich noch, dann hast du eben Schweizerdeutsch geredet. Wir haben ewig lang miteinander uns unterhalten. Und bei mir hat es erst Klick gemacht, wo du Hochdeutsch angefangen hast zu reden, wer du überhaupt bist. Also passiert dir das noch öppe, dass dich die Leute erkennen im Alltag anhand von deiner Stimme?
wenn ich Dialekt rede, nicht. Aber wie du jetzt so schön beschrieben hast, wenn dann jemand sagt, aha, kannst du mal etwas sagen? Und wenn ich dann ins Deutsche wechsle, dann macht es bei vielen einen Klick. Mhm. Ja. Mhm. Mein Bruder hat immer gesagt, als ich das im Flughafen bekommen habe, sagte er, ja, du bist berühmt, nur weiss es niemand. Aber kann er auch Vorteile haben? Da kannst du gleich noch ein bisschen privat leben, oder? Ja, auf jeden Fall. Aha. Jetzt ist 2021 ist ja ein Jahr vom Umbruch. Also viele von uns haben neue Wege eingeschlagen, also sei das privat oder eben auch beruflich. Und bei dir ist es auch so, oder? Also seit dem Mai 2021 hören wir dich nicht mehr im Fernsehen. Warum ist das so? Ich hatte schon längere Zeit andere Themen im Fokus gehabt und habe dann wie gefunden, so, jetzt nutze ich das 21 für mich, um mich neu auszurichten, um einfach da beruflich nochmal neu durchstarten. Mich hat einfach noch andere Themen anfangen interessieren und mich mehr wirklich in die Coaching-Thematik, die hat mich total fasziniert. Mhm. Und außer am Flughafen, da hört man dich ja immer noch. Wo kann man dir denn sonst noch zulassen, aktuell jetzt? Gleich noch? Ich mache ganz viel in der Privatwirtschaft, Schulungsfilm, Erklärungsvideos. Ich bin im Hörspiel Papa Moll, da bin ich das Evi, das Mädchen. Okay, genau. Und wie tönt denn das dort? Die tönt. Oh ja, Papi! Oh ja, oh ja! Dürfen wir Gagos spielen? Ja! Also tschüss, bis nachher! Ja, siehst du, die Stimme hätte ich jetzt nicht wiedererkannt, eher Kindheit. Gell? Ja, das heisst, in verschiedene Rollen schlüpfen. Jetzt bin ich auf deiner Website schauen und da begrüßt einem gerade das Zitat am Anfang. Es steht, eine ausdrucksstarke Stimme und ein überzeugendes Auftreten garantieren, dass ihre Message ankommt. Also könntest du jetzt so eine Schnellbleiche geben? Wie überzeugt man mit seiner Stimme? Wie kommt man eine gute Stimme über? Ich glaube, das ganz, ganz, ganz Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, wo ist meine Stimme gerade? Bin ich jetzt irgendwo gerade da oben, weil ich nervös bin, was normal ist? Mhm. Aber dass man dann mit Stütze, mit Atemtechnik, wie so ein bisschen die Stimme oben runternehmen und merkt, wo sitzt meine Stimme? Ich habe den ganzen Körper, kann ich dafür benutzen, aber ich muss es nutzen. Und wenn du deine Botschaft, wenn du wirklich bei jedem Satz, bei jedem Wort wirklich weißt, was du willst sagen, und nicht einfach nur etwas jetzt zum Beispiel ablesisch. Mhm. Das macht einen riesen Unterschied, nur schon das. Also coachst du auch Politiker, Politikerinnen? Nein, das habe ich bisher jetzt noch nie gehabt. Ist nicht, nein. Aber wäre auch etwas, vor allem wenn man es Referat hält. Ein oder andere wäre lässig. Und was für Stimmübungen macht man denn da? Also Schauspieler und Sänger machen das ja auch. Also kannst du mal etwas zeigen? Also das sind ja sehr gespässige Übungen zum Teil, gell? Genau. Also am Anfang kannst du so ein bisschen dich abklopfen, ganz sanft, dass es so ein bisschen das, da ganz langsam aufsummen, dass die Stimme ein bisschen warm wird. Dann machst du langsam so ein Sprechübungen, Sang, Seng, Sing, Song, Song, wie die kleinen Kinder. Also wirklich so, dass das Maul und der Kiefer sich anfangen entspannen. Mhm. Ja, und dann gehst du langsam immer mehr in einen Satz, immer mehr in einen Ton. Und dann plötzlich merkst du, jetzt bin ich bereit. Dann bist du bereit. Einfach kommt es da vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, was man trinkt und isst im Vorfeld. Ich habe jetzt extra einen Ingwer-Tee getrunken. Super! Ja, das ist super. Tee sowieso, der lauwarme Tee ist gut, Wasser. Was nicht so gut ist, ist Kaffee, weil das verklebt. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, wenn du einen Schluck Kaffee nimmst oder so. So fein, dass es ist, aber das verklebt dich ins Maul und ist natürlich dann nicht so vorteilhaft. Jetzt bist du Sprechcoach. Man kann dich buchen oder bei dir vorbeikommen. Ich nehme an, aktuell über Zoom. Ja, oder? Das ist super praktisch und es funktioniert auch gut. Also es ist ganz erstaunlich. Und wenn uns jetzt jemand zulässt und sagt, das will ich auch. Ich komme immer Komplimente über für meine Stimme. Also wenn man jetzt so ein Coaching bucht bei dir und nachher gerne möchte, auch für Werbespots reden und so, wie geht man da konkret vor? Gibt es da Agenturen für so etwas, für Sprecher? Es gibt natürlich ganz viele Tonstudios, die eine Kartei haben, wo man vorsprechen kann oder Hörbeispiele einschicken kann.
Und die spielen das dann dem Kunden vor und der Kunde entscheidet sich schlussendlich, was hat er für eine Vorstellung von einer Stimme, wie soll das tönen. Und der Kunde bucht dann dich, aber der Weg dorthin ist... Das Ding ist, dass man, ich glaube, nie eine zweite Chance hat. Also ich glaube, all die Tonstudios, die würden gerne öfters neue Stimmen buchen, aber sie haben dann keine Zeit, dich da lang einzuschaffen. Also wenn du wirklich die Chance überkommst und einen Job dir kannst ergattern, dann muss es einfach wirklich sitzen. Dass du da wirklich genug vorbereitet bist, dass du weißt, wie tönt Kommentar, es tönt ganz anders als eine Werbestimme. Oder eben jetzt als ein Hörspiel, dass man da wie weiss, was habe ich da für Nuancen, was habe ich da für Struktur zur Verfügung, um einen Text auch spannend zu gestalten. So ist auch der Wiedererkennungswert, das ist natürlich schon wichtig, darum bist du jetzt so jahrelang beim Fernsehen gewesen, gell? Genau. Ja. Ich tue schnell noch deinen Steckbrief, deine Biografie ein bisschen erzählen. Also du hast angefangen mit dem KV, dann hast du die Schauspielschulausbildung gemacht und in den 90er Jahren hat man dich auf der Theaterbühne gesehen. Du hast auch schon TV-Rollen gehabt. Also ein Beispiel davon wäre zum Beispiel, du hast beim «Der Bestatter» mitgespielt. Dort bist du eine Maklerin gewesen. Also da bist du eigentlich eindeutig von der Merli zu den Krimis gumpet und hin und her. Ich nehme an, von lieb zu bös und von lieb zu bös. Was bist du lieber gewesen, welche Rolle? Ja, nach all diesen Märli, wo ich dann halt wirklich das Rotkäppli, das Aschenbrödel, Prinzessin Lisi, bin ich dann schon mal froh gewesen, habe ich dann mal ein bisschen mehr, ja, es klingt vielleicht blöd, aber das sind halt dann die spannenderen Figuren, wo du wirklich auch mal frech sein oder ein Drama ausspielen. Also das hat mich dann total gereizt. Wirklich mal frech oder eben spannend und ja, etwas ganz anderes dürfen machen. Das lebt ja, das willst du ja auch als Schauspieler. Dass du Verschiedenes kannst ausprobieren kannst. Oder den ganzen Prozess, wie du merkst, aha, okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich dort ankomme, aber dich auf den Weg machst. Was ist das für ein Mensch? Was hat er erlebt? Was ist mit dem passiert, dass er so jetzt reagiert, wie er gerade reagiert? Und das ist ja spannender als einfach das liebe, brave Prinzessli. Jetzt ist ja eigentlich in der Schauspielerei macht man ja ein richtiges Studium vom Mensch. Also man schläuft in verschiedene Charaktere rein und jetzt beschäftigst du dich mit Krisen von den Menschen. Also du bist zertifizierter Lebens- und Beziehungscoach. Also ja, ist das eine logische Folge von der Schauspielerei eigentlich? Nein, glaube ich nicht. Das war wirklich ein Prozess gewesen. Ich habe durch das Sprechcoaching, das ich gemacht habe, durch die Arbeit, also ich habe dann gemerkt, wenn dann jemand zu mir eben gesagt hat, ich würde gerne Sprecherin werden oder ja, für was auch immer, die haben das ganz gut gemacht, aber irgendetwas hat mir wie gefehlt. Das hat mich wie noch nicht geflasht. Und ich habe dann angefangen nachfragen, komm jetzt, bisschen mach ich mutiger, jetzt hau das einfach mal ganz frech raus. So. Und dann hast du wie gemerkt, dann sind sehr schnell manchmal Tränen gekommen. Und dann irgendwie so zu merken, aha, eigentlich wird die Arbeit jetzt erst losgehen. Da sind so viele Blockaden rum, man getraut sich nicht. Und da habe ich dann plötzlich so gefunden, wow, das würde mich so interessieren, an dem Punkt tiefer zu gehen. Aha, also jetzt liegen ja intensive Jahre hinter uns, eben da 2020, 2021. Also wir sind alle getestet worden in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn man jetzt eine Liebesbeziehung anschaut, an was scheitern Beziehungen am meisten? Also auf deiner Website steht, es gäbe die zwei häufigsten Gründe. Was wären das? Warum? Also ein wichtiger Grund ist, dass man keine Eigenverantwortung übernimmt. Dass man wirklich so, wir sind so trainiert in dem, dass wir uns rechtfertigen, dass wir uns verteidigen, dass wir uns schützen. Weil das aus was für Gründen auch immer hast du müssen lernen, früher als Kind. Und wenn du das beibehaltest, immer gerade in die Verteidigung hineingehen, dann fehlt es einfach ganz oft an der Offenheit mir gegenüber. Warum reagiere ich jetzt gerade so heftig auf das, was mir mein Partner gerade gesagt hat oder auf das, was er gemacht hat? Und so der Automatismus ist dann einfach immer gerade, jetzt hat er schon wieder und warum tust du wieder und jetzt müsst er doch. Nein, muss er eben nicht. Und wenn da die Eigenverantwortung kannst übernehmen,
wenn du da anschauen kannst, warum, was ist denn da wirklich für ein Gefühl drunter? Was versteckt sich da? Das ist so eine mega grosse Chance, so viel über dich zu erfahren und dort anzuschauen, anstatt immer im Aussen zu gehen. Es gibt ja auch verschiedene Sprachen von der Liebe, gell? Ja, jeder genau, tut sich anders ausdrücken und fühlt anders. Kennst du die 5 Liebessprachen? Ja, es gibt ein Buch davon, ja. Das habe ja, ich schon. Genau, das ist sehr so interessant. Toll. Ja, eben dort ist zum Beispiel, es gibt die eine Liebessprache, ist Lob und Anerkennung. Mhm. Und wenn ich diese Liebessprache habe, mich durch das geliebt fühle, also wenn mir mein Partner sagt, oh, hast fein gekocht, oh, du siehst heute aber gut aus, und er kommt dauernd mit Rosen heim, das ist ja nicht. Aber dann kann er mich überhäufen mit Geschenken. Aber wenn er mir einmal ein Kompliment macht, dann geht das Herz auf. Und wenn man nur das schon weiss, welche Liebessprache rede ich, wie fühle ich mich geliebt und vor allem auch der Partner. Dann kannst du dir wie ein Auto, wo gehst du Benzin tanken, dann kannst du wirklich schauen, dass gegenseitig die Liebesdenken immer schön gefüllt sind. Ich meine, dass man eine Beziehung viele Jahre kann aufrecht behalten kann, also das ist viel Arbeit und es gibt verschiedene Phasen von der Liebe. Am Anfang hat man rosa-rote Brüllen und dann wird es dann einmal ernst, dann lernt man sich wirklich kennen. Ja, hä? Und dann kommt der Machtkampf. Wer hat recht? Ja. Und du sagst es so gut, wenn ich all das schon weiss, das hilft doch schon total, wenn ich mir bewusst bin, ah, stimmt, eigentlich sind wir total am Kämpfen, wer gerade recht hat. Mhm. Und dann wieder merke ich so, ah, okay, will ich jetzt da weiterkämpfen oder entscheide ich mich, aus dem Kampf auszusteigen? Und es ist so schön, dass das Wort Liebe, Liebe, Liebe lässt immer eine Brücke entstehen. Mhm. Und wenn ich da kann irgendwie sagen, okay, was würde denn jetzt eigentlich die Liebe machen? Ich glaube, die Liebe würde nicht weiterbrüllen oder die Liebe würde nicht sich beleidigen ziehen, schmollen, nicht mehr reden, Liebesentzug. Ja, aber klar ist man nicht immer in dem Gefühl inne, wo du jetzt gerade sagst, nein, jetzt bin ich gerade hässig, was Liebe? Nein, jetzt macht er mich verrückt und das ist auch okay. Aber wie schnell bist du dir bewusst, wo du gerade drin steckst und bist wieder bereit zu sagen, komm, ich gehe wieder auf meinen Partner zu. Es geht nicht ums Recht haben, es ist, ja, du hast auch ein schönes Zitat nochmal auf deiner Website. Investiere in dich selbst, so erzielst du die höchste Rendite. Das ist ein Zitat von Warren Buffett. Das ist schon ein älterer Mann, der ist ein US-Amerikaner und er gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Jetzt ist ja das ein aktuelles, super aktuelles Thema. Also du selber kommst immer zuerst, oder? Es postet ja auch auf Social Media, Love Yourself und alles. Die Selbstliebe ist ja schon schön zum einen, die muss da sein, weil man kann sich ja selber nur, also man kann nur lieben, wenn man sich selber gern hat, oder? Genau. Aber auf die andere Seite wird aus uns Egoisten gemacht. Weißt du, ich meine, in einer Beziehung sind ja auch Kompromisse gefragt. Ja, ja, eben, wo ist ein gesunder Egoismus? Ist ja super. Eben, wie du sagst, wenn ich mich selber nicht gern habe, wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, wie will ich in einer Beziehung mit meinem Partner zufrieden sein? Also, wenn dann kann er mir noch so viel Kompliment machen, aber es kommt gar nicht richtig an. Das kennst du vielleicht auch. Oh, hast du einen schönen Pulli? Ja, du habe ich ganz günstig verwünscht. Ah, siehst du gut aus. Findest du? Also, es ist immer so, man tut sich selber immer aber gegen aussen, jetzt eben gerade durch Instagram und so, dass sich selber anstellen im bestmöglichen Licht, da ist ganz selten, sagt mal jemand, ich habe heute einen schwierigen Tag. Oder ja, ich merke, ich verändere mich gerade, mein Körper verändert sich vielleicht auch, oder? Nein, es muss alles jung und top und super. Und es ist irgendwie wie so eine Spaltung, die irgendwie gar nicht mehr. Und gleichzeitig, wenn du die Leute dann selber siehst, total verunsichert. Also ist ein bisschen eine Scheinwelt, die uns da gezeigt wird. Ja, ja, ja. Mhm. Und das kann ja auch Spass machen, das ist ja auch okay. Also ich will das gar nicht bewerten. Aber eben so sich, und das ist ja auch nicht immer einfach, sich selber mit all dem, was einem ausmacht, mit all seinen Stärken und Schwächen und sich selber auch kennenlernen und merken, ja stimmt, da ticke ich so. Und ja, das finde ich jetzt nicht so toll an mir. Wie könnte ich das vielleicht jetzt optimieren auf eine gesunde Art und Weise? Und
Aber so dich selber wirklich einfach gern haben, das ist wirklich wichtig, aber nicht immer so einfach. Ja. Jetzt gibst ja du Online-Kurs, vor allem in der jetzigen Zeit. Also du arbeitest weiter via Zoom, oder? Also da heisst es, in nur 30 Tagen zu einer erfüllten Beziehung. Also kannst du da ein bisschen Vorgeschmack geben? Was lernt man denn bei dir alles? Ja, also in diesen 30 Tagen, da habe ich wirklich einfach so reingepackt, was meiner Meinung so wie Grundsätze sind von einer glücklichen Beziehung. Dass du wie weisst, ja, was könnte es denn jetzt liegen, dass wir gerade jetzt dann so ein bisschen am Kehren sind. Also was heisst das Thema Wertschätzung? Was gehört da alles dazu? Die 5 Liebessprachen zum Beispiel, dann geht es darum, es gibt so in der Beziehung, man sagt dann wie heiligen Zwischenraum. Und wenn ein Zwischenraum nicht gereinigt ist, will man eben Streitereien, der eine sagt etwas und man schüttelt gerade den Kopf oder verdreht die Augen, man ist gerade wieder genervt, man lässt gar nicht eben aktives Zuhören, das ist ein Thema, Eigenverantwortung. Also das sind einfach wirklich so Basics von diesen Beziehungsthemen und da kommst du jeden Tag ein Mail über mit einem Input und einer kleinen Aufgabe, also wo du wirklich kannst sagen, so, jetzt kümmere ich mich aktiv mal einen ganzen Monat lang um meine Beziehung, setze die Aufgabe gerade immer um und dann merkst du auch, mit dem habe ich Mühe. Ja, wieso denn jetzt eigentlich? Aha, also dann kommst du ja gerade wieder eine Antwort über, oder? Auf ganz viele Fragen. Mhm. Und so hast du wie mal so einen Einblick einen Monat lang und merkst dann irgendwie, aha, dort, ich glaube, dort könnte ich nochmal anschauen. Jetzt sind ja, also etwas ganz Wichtiges für eine Beziehung sind ja gleiche Wertvorstellungen, dass man da ein bisschen gleich tickt. Und jetzt sind wir ja in einer Zeit, wo auch das Rollenbild von Mann und Frau immer wieder ein bisschen diskutiert wird. Also jeder will alles machen und alles können. Es werden auch immer polyamoröse Beziehungen im Moment diskutiert. Also leben und leben lassen, wenn das für jemanden stimmt, okay. Also ich stelle jetzt mir das weniger toll vor. Ich glaube, ich könnte mit dem nicht umgehen. Also eben, es gibt so viele verschiedene Beziehungsformen. Also ich nehme jetzt mal an, das ist eine herausfordernde Zeit. Und das Business läuft extrem bei dir. Ja, also ich bin jetzt noch nicht so lange auf dem Markt, dass das jetzt jeder mich schon kennt. Wie lange schon denn? Jetzt seit 1,5 Jahren. Ja. Mhm. Ja, genau. Ich finde immer, dass, wenn ein Paar für sich eine Entscheidung trifft und sagt, wir sind beide okay, wir wollen etwas eben, jetzt als Beispiel Beziehung öffnen, wenn beide fein sind damit, ist ja das okay. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in Kommunikation geht. Eben, Kommunikation ist auch so ein wichtiges Thema. Also, wo lernen wir das? Man lernt es eben nicht, oder? Also meine Eltern haben nie gestritten. Die haben sich dann einfach, wenn irgendetwas war, tagelang angeschwiegen, oder? Und als Kind hast du schon gemerkt, hey, es ist etwas komisch, aber man ist nicht so draus gekommen. Und ich habe das richtig müssen lernen, aus dem Maul aufzumachen und meinem Mann sagen, was mir jetzt gerade nicht passt oder was in mir vorgeht, nachfragen, oder? Mhm. Aber wenn für ein Bärli welches Modell auch stimmt, ist das wunderbar. Mhm. Also das muss wirklich, jedes Paar für sich selber herausfinden und entscheiden. Du gibst auch 1-zu-1-Coachings, persönliche Coachings. Und da sagst du, du begleitest hauptsächlich Frauen. Warum? Ja. Sind Frauen offener zum Arbeiten? Ja, ein bisschen schon. Ja, ich habe mir das so überlegt. Klar könnte ich das jetzt auch anbieten für Männer. Aber ich habe dann wirklich so überlegt, auch früher, mit wem habe ich dann geredet, wenn es mir nicht gut gegangen ist, wenn ich Beziehungsprobleme gehabt habe, dann sind das Freundinnen gewesen und auch Freundinnen sind auf mich zugekommen. Und ich glaube schon, dass Frauen vielleicht eher bereit sind, anzuschauen oder wirklich zu sagen, so, jetzt hole ich mir einen Coach. Also wieso soll ich jetzt mit dem Design noch länger mit mir rumtragen? Nein, wenn ich Zahnweh habe, gehe ich zum Zahnarzt. Also, das ist manchmal auch so schade, dass das in den Köpfen noch so, in Amerika hast du für alles einen Coach, da hast du fürs Geld, für einen Personal Trainer, für die Fitness und einen Beziehungscoach. Und bei uns, glaube ich, kommt das jetzt immer mehr. Aber das macht so Sinn, dass du einfach sagst, ja, da tut es weh, komm, jetzt schaue ich mal an, was da los ist.
Also das heisst, du hast mehr Erfahrungen mit Frauen zu arbeiten, wenn jetzt uns aber ein Mann zuhört oder sogar ein Bärli, der sagt, komm, das probieren wir auch mal aus. Die sind auch willkommen. Alle. Hä? Aber gern. Ich kann auch aktuell ein Paar, die vorbeikommen, wo man auch schon dann mal gesagt hat, ich glaube, jetzt macht es Sinn, wenn ich mal mit ihm allein arbeite und, oder dann mal mit ihr allein und dann wieder zusammen. Also das geht auch. Ich sage nicht irgendwie, nein. Keine Männer. Nein, nein. Aber einfach so grundsätzlich ansprechen, tue ich die Frauen, weil ich bin eine Frau. Ich weiss, wie sich das anfühlt. Also ich glaube, da kann ich einfach auch ganz gut einfach auch von mir und meinen Gefühlen, also ich bin ja da nicht, ich schließe mich ja da nicht aus. Ich kenne die Gefühle auch und habe es auch nicht immer nur gut gehabt mit meinem Mann. Also das ist gar nicht so. Ja, da tun wir jetzt gerade übergumpen auf das andere Thema mit deinem Mann. Also du selber, du hast gerne die Wüste, oder? Du hast es gerne heiß und Sand und du bist schon sehr viel umgereist in deinem Leben. Du redest auch Arabisch. Genau. Also was heisst denn jetzt zum Beispiel ein gutes Neues? Ein gutes Neues heisst «Senna Saida, Inshallah, Intertayib. Das heisst, ein gutes neues Jahr und hoffentlich ist es das Jahr ein gutes für dich. Und redest du Arabisch ebenfalls akzentfrei, so als Sprecherin? Oder hört man schon, das ist eine Schweizerin, die Arabisch redet? Du, da weiss ich ja gar nicht wieder. Es ist ganz lustig, so Kollegen von meinem Mann finden immer, oh, das ist aber super und wie die redet und akzentfrei, und der findet überhaupt nicht. Aha. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, die haben ja ganz andere Laut zum Teil. Mhm. Und ich glaube, das ist schon noch, ich glaube, ob ich das je so wird anbringen, wie es richtig ist, weiß ich nicht. Also probiere es. Aber ich bin da auch ganz mutig. Ich schnurre einfach und dann ist mir auch gleich. Also ich bin da extrovertiert, wenn dann etwas falsch ist. Oder mir hat es auch beim Lernen manchmal gestunken. Oh, jetzt ist da irgendwie die Pluralform ist jetzt irgendwie wieder ganz anders. Dann sage ich sicher irgendwie mehrere Stuhl. Also das ist dann sicher auch mal. Aber das ist ja wurscht, man versteht mich und ich komme durch und um das geht's. Also das ist ja auch viel das Problem, wenn man eine Fremdsprache lernt, dass man den Mut nicht hat, zum Reden. Ja, also bei mir ja. Ist es bei allen Fremdsprachen, die ich in der Schule gelernt habe, bin ich schlechter als in denen, wo ich im Land selber war. Und dann einfach auch funktionieren müssen. Gell? Ich glaube, das ist das Ding, weil dann sehr schnell, wenn du dich mal getraut hast, ist der Lehrer gekommen und hat dann irgendwie wieder gesagt, nein, falsch, oder? Und, genau. Oder ich mag mich sogar noch erinnern, in der ersten Französischstunde, wir sind über den Mittag immer in der Schule geblieben und haben so da die ersten Wocki gelernt. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, und können das? Und da habe ich dann, glaube ich, irgendwie gesehen, ich weiß es jetzt gar nicht, ist es La oder Le gelesen, aber ich habe genau das Falsche gesagt, nein, Le. Und dort ist schon etwas, schon das erste Mal schon etwas kaputt gegangen, oder? Ja, also, ja, einfach probieren. Also ich kann auch, eben gerade mit Französisch, mit dem Beispiel, das jetzt du da bringst, also das wird uns ja so richtig, wir werden verdonnert, um das müssen lernen. Also ich würde mir jetzt wünschen, man würde es wie frei lassen, dass man sich zwischen Italienisch und Französisch, mir ist klar, dass man eine andere Landessprache muss lernen. Aber wenn man jetzt könnte auslesen, dann wären wir doch alle viel motivierter, nicht? Ja, und das ist ja so, wenn dir eine Sprache Spass macht, ich glaube, dann lernst du sie auch schneller, weil du einen Bezug dazu hast. Ich glaube, wenn ich jetzt morgen Russisch lernen müsste, weiss ich auch nicht, ob ich das dann so, ob das so flott würde gehen. Aber wenn du eine Freude hast an einer Sprache und vielleicht sogar ein Ziel oder ja, das Warum ist doch immer so wichtig. Warum willst du es lernen? Und dann geht es, glaube ich, ringer. Jetzt kommen wir aber nochmals aufs Arabisch zurück. Jetzt sind wir ganz abgeschweift auf deinen Mann. Er ist Ägypter. Und du hast viele, viele Jahre eine Fernbeziehung geführt mit ihm. Da sind er immer hin und her. Und dann hat er dann sich einmal entschieden, dass er zu dir kommt in die Schweiz. Und das ist natürlich zum Teil ein riesen Kulturschock, oder? Da hast du auch in der Beziehung persönlich sehr viel Auf und Abs erlebt. Und jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben. Wie heisst denn das? Was wir alles erlebt haben. Also das ist wirklich, mir hat irgendwie, ich bin mit diesen 100 Geschichten auch nochmal bei Freunden gewesen und dann hat irgendwie ein Kollege mal gesagt, gell, das schreibst du schon alles auf. Und ich irgendwie so, nein, ja, das musst du aufschreiben. Und dann irgendwie haben wir uns wieder ein paar Wochen nicht gesehen, hat gesagt, hast du jetzt angefangen? Nein, also wie soll ich denn das aufschreiben? Ja, genau so, wie du es jetzt erzählt hast.
Und da habe ich wirklich mal angefangen, einfach so, und ich habe dann plötzlich so gemerkt, wow, das macht so Spass, das auf Papier bringen, und dann ist das wieder in Sinn gekommen, diese Geschichte, und es ist wirklich so eine grosse Herausforderung gewesen. Und die, eben die äußerlichen Herausforderungen, also eben, wir sind auch so an Anschlag gekommen, nicht weil wir uns nicht mehr geliebt haben, sondern einfach wirklich mit Job finden, was du da alles erlebst. Und selbst in der Schweiz, also das hätte ich nie für möglich gehalten, oder? Und da sind wir wirklich beide an Anschlag gekommen und einfach, ich habe die ganze Geschichte, jetzt bin ich in, warum liebe ich arabische Länder und wo habe ich ihn kennengelernt und das Hin und Her und wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen und vor allem, wie ist es dann in der Schweiz gegangen? Das ist jetzt alles in dem Buch drin. Wie heisst das Buch? Und ich dachte, die Wüste sei das Abenteuer. Aha. Man kann es noch nicht bestellen, gell? Das kommt erst, das ist Zukunft. Ja, genau. Ich hoffe, dass es im März schon zum Bestellen bereit ist. Wir sind jetzt gerade fertig geworden mit dem InDesign. Das wird ja alles schön gestaltet. Und das ist jetzt wirklich in den letzten Zügen. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man es reinstellen und dann kann man das dann bei Amazon kann man sich das dann bestellen. Und da erzählst du eure persönliche Geschichte, gibst aber auch noch Beziehungstipps. Oder nicht? Genau, ja. Auch. Doch, das mache ich auch noch. Weil ich schreibe ja dann eben, dass wir an dem Punkt gewesen sind, wo wir beide einfach nicht mehr haben mögen. Und dann ist ja irgendwie wie so Prag gewesen. Eben, das Einfachste wäre gewesen, also wenn mein Mann gekommen wäre und gesagt hat, Schätzli, ich liebe dich zwar, aber ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich muss wieder heim. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Und gleich, und ich habe auch gemerkt, irgendwann an einem gewissen Punkt, wir können Freunde, Familie, so toll, die uns alle unterstützt haben und begleitet haben, aber ab irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr weiter. Und dann bin ich eben auch zu einem Coach. Mhm. Und habe jetzt so viel können lernen und habe eben auch dann wieder die Coach-Thematik. Ich bin fasziniert gewesen, was da alles möglich ist, oder? Was da sich kann verändern kann. Und das hat, ich glaube, das hat wirklich unsere Beziehung gerettet. Also davon bin ich überzeugt und klar haben wir auch heute noch unsere Herausforderungen, aber es finden nicht mehr die Dramen statt. Und viel schneller merken, jetzt bringt es gerade nichts, jetzt lassen wir den anderen Moment. Oder eben das Nachfragen, du, wie hast du das gestern gemeint? Aha, ja, also mir ist das schräg innen. Und also einfach, ich habe ganz, ganz viel lernen und was ich gelernt habe, das ist dann auch noch ein Teil von dem Buch, genau. Und er ist jetzt etwa seit 8 oder 9 Jahren in der Schweiz, gell? 8,5 Jahre. Und er redet Deutsch, aber ich nehme an, euer Alltag ist gleich Arabisch, oder? Ja, es ist ein grosses Gemisch. Also ich habe, glaube ich, wirklich den Fehler gemacht, dass ich am Anfang zu lange Arabisch geredet habe. Aha. Und dann auch angefangen habe, mir hat mal eine Lehrerin gesagt, red ganz normal, mit konjugieren ganz normal. Und ich habe dann aber wie gewusst, wenn ich jetzt das Wort glaube, würde konjugieren, würde ich es nicht verstehen, aber Grundform versteht er. Mhm. Und dann habe ich so angefangen, so eine ganz komische Sprache zu reden. Und so redet er heute manchmal auch noch. Aber es ist nein, also ich bemühe mich wirklich so viel wie möglich Deutsch zu reden. Ja. Jetzt kommen wir noch auf ein anderes Thema, und zwar auf Numerologie. Wir haben eine Mitarbeiterin da in unserer Crew. Sie ist Tina, der Coach, unsere Numerologin. Aha. Und sie hat dein Geburtsdatum angeschaut. Dein Geburtstag ist am 20.12.1967. Jetzt kommen wir noch auf deine positiven Seiten, die deine Zahlen verraten. Also, du hättest Gab, Wunderbares für Menschen greifbar zu machen. Und oh, wie schön! Und du möchtest alles, aber auch alles verstehen. Ja, ja, mit dem kann ich ganz viel anfangen. Ja. Und jetzt haben wir aber auch noch etwas Negatives herausgefunden. Also, du hättest Mühe, Sachen stehen zu lassen. Also, wenn es jetzt wirklich mal irgendwo klemmt, dann bist du dran am Grübeln und am Machen. Das kannst du einfach nicht verstehen, warum man jetzt einfach mal halt etwas muss sein lassen, vielleicht auch. Ja, das ist, ich finde das ganz schwierig für mich, dann irgendwie das loszulassen. Ja, dann habe ich schlaflose Nächte, wenn ein Konflikt ist oder so. Ich kann das dann nicht ganz schlecht einfach so auf die Seite stellen. Es beschäftigt mich schaurig. Mhm. Und ich bin sehr ein harmoniebedürftiger Mensch und ja, dann kann ich sehr rumgrübeln.
Und früher noch, also sagen wir jetzt mal, wo du noch jünger gewesen bist, bist du eher ziemlich stürmisch und fordernd unterwegs gewesen. Ja, ich glaube, ich habe eben schon als kleines Mädchen gewusst, ich will Schauspielerin werden und da hat es nichts anderes gegeben. Und wenn die anderen sind, in die Disco tanzen, da habe ich den Derrick auswendig gelernt und einfach, ja, das ist mir wichtig gewesen und einfach und immer anders. Ich glaube, das ist wirklich so, immer das, was die anderen so gehabt haben, dann habe ich gesagt, nein. Und eben, wer wundert es, dass ich heute einen Mann habe von Ägypten? Also es ist, es passt. Auch wieder etwas anderes. Jetzt sind wir schon am Schluss angekommen, liebe Gabriela. Ja. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz vielmals. Hat Spass gemacht. Ja, aber ich möchte dich jetzt gleich noch fragen, so zum Anfang vom neuen Jahr. Hast du vielleicht noch einen Tipp für die Leute da draussen, die uns zulassen für ihre Beziehung, dass es gut kommt? Ja, sind lieb miteinander, schwätzen miteinander, erzähl deinem Partner, wie es dir geht, wie du dich fühlst und weg von Vorwürfen und Schuldzuweisungen. Mhm. Ja. Danke vielmals, Gabriela. Ich habe dir noch ein Geschenk von unserem Presenting-Partner, das ist der Lidl Schweiz. Also ich habe dir da von der Deluxe-Abteilung feine Nüsse. Das Salzige, das ist ja gut fürs Immunsystem, oder? Nüsse, sagt man. Und noch etwas Süßes, auch von der Deluxe-Abteilung, feine Pralines, die kommst du rüber. Ich wünsche dir einen guten. Liebe Schlucki, danke viel mal, Anita. Also, ich wünsche auch für dich ganz ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr. Danke viel mal, alles Gute und ganz viel Erfolg bei dem, was du machst. Danke Gabriela. Gabriela Leutwiler, merci vielmals. Ich danke auch dir vielmals fürs Zuhören und ich wünsche dir jetzt ganz einen guten Start in diesem Jahr 2022 und ich freue mich schon aufs nächste Mal und tschüss.